Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Evil Within. Warum haben wir eine Hand verletzt? Ach ja. So. Was? Was? Meine erste Belobigung fühlt sich wie ein anderes Leben an. Vermutlich, weil es das auch war. Nicht so ungut. Kannst du eventuell die Türen langsamer aufmachen? Wie ein normaler Mensch? Türgriff? Da? Genau da? Da! 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 Ich habe keine Waffe. Und da ist eine schwarze Katze. Was? Ich hatte doch noch nie eine. No. No, wie süß. Ich darf mal, ne? Kleines Kätzchen. Ein Diaprojektor? Wo hat mein Gedächtnis das nur rausgekramt? Aus der Grundschulzeit? Dir als Relikt aus der Zeit vor dem Handy, vor den Handykameras, sind Dias hauptsächlich in den Häusern von älteren Menschen und in staubigen Boxen bei Immobilienverkäufern zu finden. Sie können mit dem Dia-Projektor in Sebastians Zimmer angesehen werden. Kaffee? Was? Kidman, bist du da? Immer. Du hättest mir nichts von Lily erzählt, wenn deine blöde Maschine nicht ausgefallen wäre. Ich hätte den Rest meines Lebens um sie getrauert und dir wäre es egal gewesen. Wäre es nicht. Aber ich konnte nichts sagen. Sie hätten mich umgebracht. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Warum sollte ich darüber lügen? Manipulation. Damit ich mich wie ein braver kleiner Soldat benehme. Du hast mich schon einmal angelogen. Na, no, eine dominante Unsere ganze Freundschaft Frau. War eine Lüge. Okay, Entschuldigung. Verstehe. Und ich kann verstehen, dass du das denkst. Du wirst mich erst verstehen, wenn auch du deine Familie verlierst. Ich hatte nie eine Familie. Nur zwei Menschen, die mich in die Welt gesetzt und wie eine Würde behandelt haben, statt wie eine Tochter. Es ist besser, geliebt und die Liebe verloren zu haben? Willst du das damit sagen? Vielleicht. Wenigstens hattest du Menschen, die dich liebten. Punkt für dich. Oh nö. Ey, das, das ist irgendwie süß, dass die Katze mit mir ein Tutorial durchgeht. Ja, ist ja gut, Kleine. Grünes Gel. Es ist ekelhaft und kommt für gewöhnlich von toten Gegnern. Aber wenn du es sammelst, kannst du damit deine Fähigkeiten verbessern. Das kennen wir ja alle schon aus dem ersten Teil. Und jetzt nochmal, um auf den ersten Teil zurückzukommen. Es ist wirklich tatsächlich so, dass ich gerade erst mit dem ersten Teil fertig geworden bin und habe direkt den zweiten Teil angefangen. Danke, Kätzchen. Oh, wie süß. Ja, fein. Was willst du mir denn jetzt zeigen? Ja, das hast du mir doch schon gezeigt. Die springt mich gleich 100% an. Oh. Naja, ab und zu die Ruckler. Ich hab da mal geguckt, ob ich da was umstellen kann. Ich hoffe, das wird nicht schlimmer. Ein Spiegel. Wie ein Beacon. Dürfte der Weg hier raus sein. Wäre eine normale.
Tür zu viel verlangt gewesen. Speicherterminal, okay. Ja, ich speichere auf jeden Fall mal. Und was ich dazu sagen möchte, ist ganz einfach, ich habe das Spiel noch nie angefangen gehabt. Oder sonst irgendwas. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das heißt, ich spiele das zum ersten Mal. Und ja, also wir können Gel benutzen, habe ich gesehen. Aber wo? Hier? Nö. Ich habe nicht mal E gedrückt. Tschüss, Kätzchen. Halt, nein. Und los geht's. Okay, doch. Zurück in den Spiegel. Hast du ja Erfahrung mit, ne? Lilly, was ist los? Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Kein Problem. Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Komm her, Myra. Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Ist das der richtige Ort? Ich guck mich erstmal hier ein bisschen um, ne? Wisst ihr ja, kennt ihr ja. Wie kann ich eigentlich schlagen? Auf F wieder oder was? Oder. Geist, komme, Geist, komme. Entschuldigung. Achso, die geht auf einmal auf. Ich habe keine Waffen. Könnt ihr mir ein paar Waffen runterfallen lassen? Was zur Hölle? Der gehört doch zum Suchteam. Baker. Die Musik ist schön. Oh, ich liebe Schallplatten. Ich liebe Schallplatten.
der Anführer des Teams. Eine Kugel direkt durch den Kopf. Was ist das jetzt oder ich denke mal ja, das war so ein mach ein Foto. Ja, ich denke mal ja. Ja, Problem ist, ich traue mich hier nirgendwo hinzugehen, wa? Wie sadistisch. Wer immer das war, hatte Spaß daran. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich muss gerade ganz ehrlich gestehen, ich finde das gerade so hart spannend, dass ich den Timer aus den Augen lasse. Und ich sehe gerade, die Folge geht nur noch 5 Minuten. Da sollte wohl niemand heraus. Oder hinein. Ja, nein. Obwohl. Ich guck mir das erstmal an. Ja, geh jetzt nicht direkt durch. Geh jetzt nicht direkt durch. Da geht's nämlich weiter. Wow, den Weg hätte ich mir echt sparen können. Hier sind doch alles Koffer, da sind locker Waffen drin. Boah, er kann aber echt lange laufen, wa? Was passiert, wenn ich eigentlich, ich möchte mal ganz kurz das testen. Hallo? Scheiße. Wer war das? Das ist eine gute Frage. Aber das finden wir in der nächsten Folge erst hinaus. An der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.